Naja, also das, was passiert mit Ficht, das habe ich mir nicht gedacht, aber es ist halt aber so ein Problem, nicht? Wenn man wer fremd im Stall ist. Ich habe es auch im Winter gesehen, wie meine Frau mit dem Kind über den zwei Mal im Spital war. Also ich habe mir auch hart damit hier möchte, nicht? Weil es auch sonst nie tun, nicht? Dann hat man gedacht, wenn ein ganzer Fremd reinkommt, nicht, dann wird es gar nichts werden, aber es ist leider nicht so gewesen, also Gott sei Dank nicht so geworden, nicht? Und ja, und wegen nichts tun, ja, weil ich, also ich bin nicht gewohnt, das, nicht? Bei uns geht es aber voll dahin. Aber es ist so also Wochen auch schön, wenn man mal nichts da braucht, nicht? Mir hat das wirklich voll taugt. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich wirklich so gefreut in der Woche. Weil ich habe mir eigentlich überhaupt keine Sorge machen müssen, dass was nicht gemacht wird oder was. Wir haben uns zum Großteil eh vorher das häufig gekriegt und waren einmal eine Woche drin, nicht oder auch heraus, nicht das alles so ist, wie, man, wie es war, wenn man sich den ganzen Tag arbeitet, das ist ja völlig wurscht. Aber es ist einfach, es war so schön, es war so eine schöne Woche. Ich habe gesagt, das kann nicht niemals so schön sein, wenn man weiß Gott wo fortfliegt und wenn einem das wer zahlt, das Fortfliegen oder sonst irgendwas. Also mir hat das so wahnsinnig getaugt. Ich war so richtig erfreut und besonders auch die Gemeinschaft und das Miteinander anderen, gell, das gefreut mich von vornherein so viel. Da habe ich richtig gefreut gehabt. Die Idee ist ja so verrückt gewesen, dass es eigentlich schon wieder interessant war. Ja, dass man sich das einmal anschaut und anhört, was denn eigentlich da dahinter stecken kann. Ja, und das war so, dass man sich dann einfach einmal ein bisschen näher interessiert hat. Und ich muss sagen, ich war eigentlich sehr schnell überzeugt, dass ich da mitmache. Ja, meine Schwiegereltern waren natürlich nicht so schnell überzeugt, die sind immerhin 80 Jahre alt und die haben sich das nicht vorstellen können, sind aber wirklich also begeistert von dieser Woche. Und haben das auch mitgenossen. Ja, das ganz Skepsis haben wir nicht gewonnen. Wir haben schon irgendwie, wir haben gesagt, es wird nicht so was Tragisches werden, nicht, dass man es nicht. Wenn man nicht mitmachen kann. Ja, nachher schauen, ja. Ich habe immer gesagt, man muss 80 Jahre alt werden, wenn man sowas erlebt. Also das muss ja für jeden sowas nicht geben. Aber so ja. Gut ist es noch nie gegangen, wie die Wochen. Ja, es ist schon. Es ist ein Zugsteck geredet. Ja, das ist es. Länger schlafen. Und das Gemütliche dabei zusammen sein. Ja, genau, das wüsste ich auch. Und für die ganzen Leute und ein was. Die ganzen Nachbarn bei uns umeinander, wenn wir da beieinander gesessen sind. Ja. Gelacht haben wir viel. Ja. Gesungen wir viel. So was haben wir noch nicht erlebt, so Zeit. Nein. Wir haben noch nie keine freie Woche gehabt.
wesentlich gesagt. Ein Wahnsinn. Geh herum, fahr herum, damit sie einfach damit ja. Der Fürst ausgeht. Ja, also das ist und da aber da. Ja. Alles klar. Darf ich nur mal sagen, wenn ich nicht. Es ist genau hin, wo der Sehnsee ist, dann ein bisschen oben und genau über Moisching. Genau ist Demelin. Genau über Moisching ist Demelin. Den ersten Tag oder den zweiten Tag zu verbissen und haben es noch nicht wirklich loslassen können. Und dann ab dem zweiten Tag am Nachmittag ist das schon langsam gegangen. Da haben sie wirklich, da hat man gespürt, jetzt entspannen sie das Bären einfach ja, und lassen unsere Geschichten da machen. Und auf einmal, ja weiß ich nicht, wir haben es immer organisiert da fürs Traktorfahren. Und das hat dann voll getaugt, da hätte ich dann den ganzen Tag einmal da umfahren können mit dem Traktor und die haben wir da umführen, weil es einer so getaugt hat einfach. Dadurch, dass ich nicht Junikäfer schütteln habe müssen, nicht wirklich was total schlimm war. Das Einzige war, dass man manchmal einfach zu viel war. Ja. Vier verschiedene Bäder putzen und dann da das Geschirr abwaschen. Also einfach die Summe an dem, was zu tun ist. Genau, neue Bügelregeln im Ort. Also handliche, geschirrtliche T-Shirts und Wettdecks werden nicht gebügelt. Unterhosen auch nicht. Und Unterhemden auch nicht. Genau. Da fällt schon einiges weg. Die Stahlkleidung wird auch nicht gebügelt von mir. Ja, und Sachen, die Löcher haben oder Flecken schon gar nicht. Das Problem waren im Junikäfer, was ich sehr befürchtet habe. Aber die Diana hat das so gut gemacht und die hat sich wirklich so umgeschaut und hat das wirklich super gemacht, sodass ich mir eigentlich keine Sorgen machen brauche. Ja, ich glaube, dass man unbedingt wieder drauf zurückkommen muss, dass man sich nicht nur von der Zeit also so beschränken lassen muss und von der Arbeit und von dem allen, weil man das ist schließlich nicht das Leben. Thank you.
aber der Wisch, gell? Bei was? Beim Nichtstun. Beim Nichtstun habt ihr wieder erwischt, ja. Aber das stört mich weiters nicht. Das ist sinnvoll. Nein, das war nur, weil wir heute im Vormittag im Grunde noch kein Programm nicht haben. Und jetzt haben wir gesagt, wir fahren dann nachher wieder mit dem Dorftaxi, lassen wir uns ja holen. Und da ist der Schirm gestern Abend, ist er kaputt gegangen beim Heimfahren. Und das müssen wir ihn reparieren heute, nicht? Dass wir ihn wieder haben nachmittag. So, die Regine, ich schau, was du uns raus. Also für 5 Minuten Geschichte fertig werden. Er hat jetzt einen richtig dramaturgisch richtigen Auf- und Abgang gehabt. Ein bisschen bin ich, haben sie mich eh erwischt bei der Arbeit. Ich meine, das war ja eher ein Notfall, aber da kommst du eigentlich drauf, dass ich ja nichts tun, dass das auch nicht so leicht ist, wie man, auch wenn man es bewusst macht, ist gar nicht so leicht, ganz automatisch greift zu irgendeiner Arbeit und sagt, halt, das hätte ich jetzt eigentlich gar nicht tun sollen. Ein Glas kommt zum Frühstück. Und das Abendessen wird es Ihnen von anderen zubereitet. Denn diese 7 Familien aus Eberhard Schlag dürfen 5 Tage lang nur eines tun. Nichts. Selbstverständlich. Wann haben denn Sie das letzte Mal einen roten Urlaub gemacht? Nein, Lenny. Kinder, Sie alle haben für eine Woche frei und lassen andere die Arbeit erledigen. Das klingt für manche nur im ersten Moment paradiesisch. Das ist nicht so leicht. Wenn man da früh aufsteht und dass man die Arbeit sieht, tut man das, man muss schlingen lassen, man darf es nicht angreifen. Wenn wir schlingen uns da, dann schaltest du uns nie aus, wenn du spielen darfst. Das kann immer, die Wochen haben wir es ja das gehabt, dass ich für das Nichtstun bezahlt werde. Und, aber das kann nicht so auf Dauer sein und für alle kann das nicht gehen. Es können nicht alle nichts tun. Das ist, kann man nicht vorstellen, dass sowas funktionieren wird. Alle weniger, gleicher verteilt, das ist sehr wohl. Man müsste ja sicherlich die Grundeinstellung müsste da ein gewaltiger Prozess, dass man für den, der sich opfert, nichts zu tun, ein Verständnis kriegt. Weil der würde ja dann für den anderen da sein, dass er sagt, ich tue nichts, damit du arbeiten kannst, weil du hältst das nicht aus ohne Arbeit. Und das ist das natürlich was, da dreht es einen Magen fast um. He? Aber die Frage ist, ob man das jemals umbekommt. Das müsste eine neuere Generation werden.